1776. Der Unabhängigkeitskrieg der Vereinigten Staaten ist in vollem Gange. In diesem Jahr erschien das zukunftsträchtige, schicksalhafte Pamphlet Common Sense des Journalisten Thomas Paine, in welchem er einen Plan zur Schaffung eines neuen Staates darlegt. Unter dem Pseudonym Common Sense beschrieb er die zukünftigen Vereinigten Staaten. Und der Name Vereinigte Staaten von Amerika ist auch seine Idee. Aber mit der Staatssprache stellte sich nicht alles so heraus, wie Paine es beabsichtigt hatte. Anfangs schlug Paine Deutsch vor, aber unter den Gründervätern gab es auch Anhänger der englischen Sprache. Und Englisch war es, das die endgültige Abstimmung mit nur einer Stimme gewann. Nun, nach dem Ersten Weltkrieg, die Vereinigten Staaten und Großbritannien gehörten zu den siegreichen Ländern, wurde Englisch als eine internationale Sprache allmählich stärker. Und der Friedensvertrag wurde nicht nur auf Französisch, sondern auch auf Englisch unterzeichnet. Was wäre, wenn es keine eine Stimme gäbe? Die ganze Welt würde Deutsch sprechen. Man würde es gründlicher studieren. Einmal mit der deutschen Poesie in Kontakt gekommen, würde niemand mehr die Sprache als grob empfinden. Sie würden verstehen, dass unerträglich lange deutsche Substantive tatsächlich eine Kombination einiger einfacher Wörter sind. Das Leben von Schülern, die die Fremdsprache lernen würden, würde einfacher werden, denn die Grammatik der deutschen Sprache ist klar und strukturiert und die bloße Logik und der gesunde Menschenverstand reichen aus, um die deutsche Sprache zu beherrschen.